Ein homophober, frauenverachtender, islamhassender Rassist wird also Präsident der Vereinigten Staaten. Ich meine, was für ein Kampf. Angst gewinnt. Siegt über die Sachlichkeit, da kann man nichts machen. Und wer jetzt ernsthaft denkt, ey, was zum Teufel geht mit den Amis ab? Hier ein kleiner Wink. Hey Deutschland, danke für die 10 Landesparlamente mit der AfD. Ich meine, wenn der Typ es echt schafft, aus Scheiße Gold zu machen, dann ist er einfach ein verdammt guter Verkäufer. Und wenn er ein verdammt guter Verkäufer ist, warum sollte er denn das folgende Projekt nicht auch gut verkaufen können? Einen Markt hat er ja dafür. Oder? Haben Sie es auch satt, dass überall Moscheen in Ihrer Nachbarschaft gebaut werden? Gebetsrufe schallen über unser Land und ein Minarett überragt das andere. Kirchen werden zu Moscheen und Moscheen zu Brutstätten des Terrors. Was ist mit unseren abendländischen Werten passiert? Entschuldigung, können Sie mir sagen, wo ich die nächste Bushaltestelle finde? Ja, man, mit der Chef, du bist. Wenn Sie auf die Straße gehen, hören Sie kein einziges Wort Deutsch. Überall nur diese aggressive, frauenverachtende Wüstensprache. Sie kommen sich vor wie ein kleines Istanbul, fremd im eigenen Land. Eine Schande, dass wir das zugelassen haben. Der Islam wird in den Medien immer präsenter und scheint langsam auf Akzeptanz zu stoßen. Es ekelt mich einfach nur noch an. Doch dann fand ich die Lösung. Das Al-Ma'nun-Säuberungspaket hat alles, was sie brauchen, damit sie sich nie wieder differenziert mit Muslimen beschäftigen müssen. Mit im Paket sind ein Molotow-Cocktail. Halten Sie beim Entzünden mindestens eine Armlänge Abstand. Holen Sie ordentlich Schwung und werfen Sie ihn mit gesammelter Wut auf betende Menschen. Lauschen Sie anschließend den schmerzerfüllten Allahu Akbars. Das Scharfschützengewehr M des Kalibers 8,8 aus dem Hause Krupp, wenn Politiker mal wieder zu lange brauchen. Abschiebung funktioniert nicht auf Knopfdruck, Abschluss schon. Außerdem das Handbuch Einführung in kreatives Schreiben von Hasskommentaren. Verfassen Sie nicht nur langweilige Hasskommentare, sondern drohen Sie auch mal mit Mord und Totschlag. Das Al-Ma'nun-Säuberungspaket hat alles, was Sie brauchen, um sich nie wieder differenziert mit Muslimen beschäftigen zu müssen. Seien Sie der Held beim Stammtisch in Ihrer Lieblingskneipe und lassen Sie unser Deutschland endlich wieder hochleben. Liebe AfD-Wähler, es wird kein Unboxing-Video zu diesem Paket geben und ich hoffe, das bleibt auch so. Wenn ihr uns unterstützen wollt, unbedingt ein Abo dalassen. Wir würden uns freuen. Erzählt es euren Freunden, teilt es, was auch immer. Checkt unbedingt unsere letzten Videos und hier geht's zu BA. Barisch, ein unglaublich guter, talentierter, auch sehr inspirierender Video-Editor. Checkt seinen Channel, suchtet da alles, was nur geht. Vielen Dank.